Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Zelda Scrolls 5 Skyrim. Wir haben beim letzten Mal einen Auftrag gehabt, denn wir mussten herausbekommen, warum Markarth mal angegriffen wurde, ne, von den Abtrünnigen. Und herausbekommen haben wir, dass es eine Person gibt im Markarth, die wohl auch der König sein soll, der Untergrundkönig. Und das ist Mardanach, der hier sitzt, ne. Wir sind, als wir die Informationen dann aber unseren Informanten weitergeben wollten, verraten worden von den Wachen und deswegen sind wir in dieser Zitnermine hier gelandet, wo wir einige Aufträge erfüllen mussten. So viel dazu und jetzt versuchen wir natürlich zu fliehen. Ich sage, ihr habt euch eine frühe Begnadigung verdient. Gehen wir. Ja, ich bin bereit, komm. In den Tunnel. Los. Bin bereit. So, warte mal. Die haben doch hier bestimmt auch... Ich nehme übrigens jetzt auch Äpfel und so mit, aber auch nur so lange, wie ich meine eigene Kleidung noch nicht habe. Weil viel kann ich jetzt eh nicht machen, ne? Ich habe ein Messer, was 10 Angriffspunkte hat. Na, rufen Leute. Oh, ey. Also die Wegfindung in dem Spiel ist auch für ein... Guckt euch das an. Was? Mann, geh doch einfach durch jetzt, Alter, sonst schreck dich voll. Boah, Alter, ist das schrecklich gemacht. Kann natürlich auch nur immer eine Person durch. Jetzt sind wir also in den Ruinen von Markarth. Könnte natürlich noch ziemlich lustig werden, ne? Hä, wo ist meine Waffe eigentlich hin? So, die habe ich anscheinend vergessen auszurüsten. Ist da jemand? Kann ich spinnen? Alter, ich muss mich heilen, weil ansonsten bin ich tot. Das war knapp. Könnt ihr da jetzt mal bitte weiter... Oh. Warum hockt ihr denn eigentlich alle immer an einem scheiß Ding hier ab, Mann? Oh, okay. Zwergen kämpfen sie auch. Ah, Seelenstein. Ihr gehört mir. Jetzt gehört ihr mir. Da hat der mich gerade angegriffen. Was für ein Idiot, Mann. So, Mardanach scheint uns noch zu folgen. Gut gemacht. Macht euch bereit, während ich mich kurz mit unserem Lieblingsfremdling unterhalte. Ich habe Kai alles zurückholen lassen, was euch die Nord gestohlen haben. Ihr macht euch besser bereit, bevor wir in die Stadt ausbrechen. Und nehmt das hier. Darauf ruht der Segen uralter Magie. Etwas, um euch an mich zu erinnern. Okay, wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt? Ich lasse ganz Markarth wissen, dass ich zurückgekehrt bin. Keine Sorge wegen eures Namens. Nach dem heutigen Tage werden sie wissen, wem sie die Schuld geben und wen sie fürchten müssen. Es wird Jahre dauern, aber ich werde die Abgeschworenen neu organisieren. Wir werden unser Land zurückfordern und wenn wir wieder an der Macht sind, werden wir Frieden haben. Ein Königreich. Bis dahin lasst mich eine Warnung aussprechen. Nehmt euch vor den Abgeschworenen in Acht. Kein Ort in Reach ist jetzt mehr vor uns sicher. Ich würde ja jetzt am liebsten lachen, aber ich glaube, ich lasse es sein. Also ganz ehrlich, warum sollte ich eigentlich die Kleidung von denen tragen? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. 13. Wollt ihr mich verarschen? Das sind Handschuhe.
Mein Name 32. Kannst du vergessen, Alter. Ich trage meine eigene Kleidung. Klar, die ist verzaubert, aber. So, Galdurs Amulett. Messer brauchen wir nicht mehr, weg mit der Scheiße. Ich würde ihn am liebsten gleich abschlachten, aber. Dann gehen wir mal raus. Bin gespannt, was jetzt passiert. Ne, eigentlich weiß ich schon, aber. Mardanach, ihr glaubt, ihr könnt meinem Gefängnis entkommen? Ihr werdet für das büßen, was ihr meiner Familie angetan habt. Eurer Familie? Ihr habt Reach lange genug mit eurem besudelten Silber vergiftet, Tona. Ich misch mich mal nicht ein. Ist ja kein. Okay, hier einfach abhauen ist, glaube ich, die beste Idee. Nicht so schnell. Alter, die metzeln einfach alle nieder. Ring des niederen Ritters. Also hätte ich jetzt Aufträge von ihnen angenommen, dann wäre ich im Arsch. Okay, Mardanach ist schon mächtig, der kann nämlich Doppelzauber wirken. Eigentlich suche ich ja immer nach Ausrüstung, aber hier gibt's keine. Okay. Das haben wir jetzt erledigt. Wir sind zum Glück aus der Zitnermine entkommen. Und ich habe denen jetzt auch nicht weiter geholfen. Okay. Hier draußen ist erstmal alles friedlich. Achso, ich wollte eigentlich mal. Wir sollten in der nächsten Saison weitere Pferde. Also. Das haben wir doch schon gemacht eigentlich, oder? Halte ich. Was steht denn hier? Frage Aldis nach Informationen über die Tochter von Angeline. Also wir werden jetzt in dieser Folge nochmal ein paar Kleinigkeiten machen. Da muss ich mal kurz gucken, wo das war. In der Nähe von Einsamkeit, okay. Wir würden sowieso noch ein paar Sachen brauchen. Und die Rüstung der Abgeschworenen werde ich wahrscheinlich in meine Kiste dann schmeißen, wenn wir die Informationen erfragt haben. Von daher geht das halt schon. Okay, ich muss eins nach oben. Haben wir hier irgendwo. Sicher den einen oder anderen Septim entbehren. Ihr solltet mich mal sehen, dann. Okay, ich geh mal hier rein. Weil ich glaube, zwingender Skiva war.
Eine Übernachtungsmöglichkeit. Glaube ich zumindest. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Willkommen im zwinkernden Skewer, mein Freund. Ja moin, ich möchte ein Zimmer mieten. Natürlich, für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. Es ist zu schade, dass die Verbrennung von König Olaf dieses Jahr abgesagt wurde. Einige der jüngeren Barden hätten sicher ihren Spaß daran gehabt. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich werde mir, wenn ich mich unsichtbar mache, ein paar Tränke klauen. Aber schade ist es doch. Oh, die können wir sowieso stehlen. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Alles klar, aber ich hab alles. Also, es gibt hier ein paar Tränke. Ich kenne nicht viele Übernachtungsmöglichkeiten, ja, wo man tatsächlich was klauen kann. Also zumindest gutes Zeug. Okay, es gewittert, geil. Wo waren jetzt die Tränke eigentlich? Ich hab da gerade noch welche gesehen. Ja, hier. Nehmt eure dreckigen Hände weg! What? Hat doch keiner gesehen, Alter! Halt! Im Namen des Jarl! What? Im Namen des Jarl! Keine Bewegung! Kluger Mann! Das ist doch Quatsch, Alter! Das hat doch keiner... Der Kaiser wurde ermordet! Auf seinem eigenen Schiff, während es in der Meeresbucht vor Anker lag! Ey, das ist doch dumm, ist das jetzt schon wieder. Ey, das hat keiner gesehen und trotzdem... Okay, ich mach das diesmal anders, wenn ich mich ducke. Also was kann ich echt auf den Tod nicht ausstehen? Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich muss mich um... Willkommen im zwinkernden... Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Es scheint immer mehr zu tun zu geben. Denkt an den zwinkernden Skewer, wenn ihr das nächste Mal wunde Füße habt. Wenn ihr euch für... Mann, jetzt lauf doch mal! Kann ich euch helfen. Oh, ey, Alter, es geht mir so auf den Sack bei dem Spiel. Ich bin Gisli, aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Alle machen das. Es ist zu schade, dass die Verbrennung von König Olaf dieses Jahr abgesagt wurde. Einige der jüngeren Barden hätten sicher ihren Spaß daran gehabt. Nun, man kann verstehen, warum Elisif das nicht will. Aber schade ist es doch. Okay. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Jo. Der Sohn des Barkeepers befreundet zu sein, hat seine Vorteile, nicht wahr? Okay, das hat er jetzt nicht gesehen. Verstehe. Okay, gehen wir erstmal noch eine schlafen und dann... Ich werde mal so 12 Stunden pennen. Und dann werden wir gleich uns auf den Weg machen. So, also. Wir haben ja eigentlich noch ein bisschen Zeit. Normalerweise. Sag mal, wie hat der das gesehen, wenn hier überhaupt gar keiner ist? Okay, jetzt hat es aber keiner gesehen. Jetzt werde ich mal nach der Information fragen und dann mal gucken. Ihr könnt euch gerne etwas...
Okay, und jetzt werde ich mir diese Informationen mal holen. War hier nicht irgendwo eine Tür? Ich glaube oben, ne? Hier oben? Ah. Okay. Hauptmann, Angeline hat mich geschickt, um wegen ihrer Tochter nachzufragen. Was ihre Abkommandierung angeht, derlei Informationen sind im Allgemeinen vertraulich. Ich denke, Angeline sollte es wissen. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet, um es ihr zu sagen. Ihre Tochter wurde nach Weißlauf entsandt, wo es zu heftigen Gefechten gekommen ist. Der Legat von Weißlauf wollte in Erfahrung bringen, wo sich die Positionen der Sturmmäntel befinden. Er schickte einen Trupp los, um das Gebiet auszukundschaften. Sie stießen auf eine größere Streitmacht. Es hieß, keiner von ihnen sei zurückgekehrt. Gefreiter Morin, Angelas Tochter war ein Mitglied dieses Spähtrupps. Sie muss es erfahren. Okay. Ist jetzt zwar nur so eine Mini-Quest, glaube ich. Vielleicht geht die aber dann auch noch weiter. Das kann nämlich noch durchaus möglich sein. Okay. Hoffentlich kriege ich dafür ein bisschen Geld. Ich bin ja so arm in Skyrim. Achso, warte mal. Hat sie noch ein paar Tränke? Nee, sieht nicht danach aus. Es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Ihr kommt nicht zufällig aus Weißlauf, oder? Ah, willkommen in Angelas Aromalädchen. Welche Kräuter dürfen es denn sein? Ich habe Neuigkeiten über eure Tochter. Ihr habt etwas aus Aldis herausbekommen. Ich wusste es. Was hat ihr gesagt? Angeline, Frau Morat, ihre Tochter ist tot. Ich habe es ihr gesagt, dass die kaiserliche Armee sie umbringen wird. Dass dies ein Krieg zwischen den Jarl und den Generälen ist und wir nichts damit zu tun haben. Aber sie wollte einfach nicht hören. Es war mutig von euch, mit dieser Nachricht zu mir zu kommen. Ich kann euch nicht dafür danken, aber ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Puh. Okay, und gekriegt haben wir dafür nichts. Ich meine, okay, schon eine traurige Nachricht. Aber trotzdem, habt ihr noch irgendwas zu verkaufen? Ich hoffe, werft einen Blick darauf. Okay, was haben wir denn hier? Stärke, Ausdauer, Lähmung. Gesundheit. Der kräftigen Heilung, hier nehme ich noch mit. Der starken Heilung. Oh. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Ja, klar. Bin ich. Eigentlich nicht, aber egal. Ja, wenn ich mir angucke, wie wenig Zeug ich hab, ne, das geht mir richtig auf den Sack. So, das behalten wir mal. Ne, Purpurne Nierwurz behalten wir mal. Und Vampirstaub auch. Denkt an mich, wenn ihr das nächste Mal Kräuter... Ja? Okay. Was ist denn jetzt eigentlich... Was würde noch anstehen? Irenes Fluch, ja. Wir können ja noch... Okay. Warte mal. Alduins Fluch, komm, wir machen das jetzt mal. Zumindest muss ich ja schon mal die Schriftrolle lesen. Wie war das jetzt hier nochmal? Ach ja.
Ist das ein Buch? Sicher den einen oder anderen Septim entbehren. Ich brauche einen Schmied. Der Kaiser wurde ermordet. Auf seinem eigenen Schiff, während es in der Meeresbucht war. Ist das ein Händler? Kram und Schau. Nee, Kram mit Schau meine ich. Ich muss was verkaufen. Beirand sagte, ihr wäret. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Okay. Weg damit. Goldener Ring. Als Kette der Genesung. 122, okay. Helm der alten Götter. Steigert mal kaum 30. Okay, was können die anderen? Okay. Aber ihr seht ja, die bringen halt überhaupt gar nichts, ne, die Rüstung. Das ist halt das große, große Problem. Okay, ich glaube, ich verkaufe sie trotzdem. Obwohl, ich krieg nicht genug Kohle dann zusammen. Beziehungsweise, sie hat dann nicht genug. Was machen wir denn jetzt? Überhaupt keinen Wert, Alter. Was soll das denn? Vampirstaub, okay, das bringt ein bisschen was, aber... Die bringen alle überhaupt nichts. Wert 53. Okay. Bringt auch nichts mehr. Aber wie der Extraktor. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Ja, alles klar, danke. Wisst ihr, das Problem ist jetzt, ich habe zwar die Schriftrolle der Alten gelesen und ich müsste jetzt, glaube ich, zu Alduin. Das Problem ist jetzt aber, wie gesagt, dass wir dann, glaube ich, sogar schon eine der letzten Quests durchführen. Festung Dunstadt. Halle der Wachsamkeit. Tiefenwaldschanze. Es gibt so viele Orte, die mir angezeigt werden. Die müsste man mal langsam anfangen abzuarbeiten. Nebelwacht. Mit Zulft haben wir abgeschlossen. Okay, warte mal. Wir gehen mal zur Nebelwacht. Kann man das irgendwie markieren? Ja. Ich würde natürlich das anders machen, aber es geht jetzt gerade nicht. Also, Markierung habe ich mir da hinten gesetzt. Ich habe schon viel von euch und eurem Süßholzgeraspel gehört. Früher hat mir Anneke bei der Minenarbeit sehr oft geholfen. Och nö, jetzt kommt schon wieder ein verschissener Drache. Ey, das kommt viel zu häufig vor. Auf sowas habe ich echt keinen Bock. Ja, aber dann klar doch. Thank you.
Kommen hier eigentlich irgendwelche Schwachköpfe? Das geht mir richtig hart auf den Sack. Das ergibt auch keinen Sinn. Okay, auf jeden Fall erledigen wir einige Aufträge und dann ist gut. Okay, warte mal. Okay. Fuß runter! Machen wir nochmal platt. Und die haben natürlich kein Gold, kein gar nichts. Könnt ihr nicht viel machen? Seid ihr zum Sterben bereit? Oh yeah! Oh, schön, wenn das passiert. Okay. Warte mal, ging es hier nicht rein? Hier ist schon wieder ein Drache. Was macht das für den Sinn? Diese ständigen Drachenangriffe, die gehen mir jetzt aber wirklich lange richtig auf den Keks. So viele Drachen, wie ich schon getötet habe, ey, das... Naja. Ich werde mal kurz einen anderen Zauber benutzen. Zerstörungszauber am besten. So, warte mal. Und Schrei werde ich vielleicht mal wieder Feueratem nutzen. Hey, wer ist da? Was? Verschont mich, bitte! Ich glaube, ich habe jetzt einen Unschuldigen umgebracht, aber was soll's. Wie mir das mit den Dietrichen auf den Sack geht, ey. Ich den Knochenschlüssel doch nicht zurückbringen sollen. Wisst ihr, das ergibt doch gar keinen Sinn. Manchmal. Vulkanglasstrahl, ja, ist okay. Ja, die wäre auch nicht schlecht. Meinst du? Bin ich aber anderer Meinung. Kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden? Hat der keinen Schlüssel? Doch. Gebt einfach auf. Okay, müsstet ja irgendwo auch einen Anführer geben.
What? Keine Spur von ihnen. Okay, bei dem werde ich... Alter, war der heftig. Hey, wer ist da? Stendhal zeigt Gnade. Ihr gehört nicht zu ihnen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Okay, was ist denn los? Es geht um meine Frau Viola. Ich glaube, sie wird in diesem Turm gefangen gehalten. Beruhigt euch, sagt mir einfach, was passiert ist. Es tut mir leid, es ist nur... Ihr habt recht. Bitte, lasst mich erklären. Viola, meine Frau, hat den Hof wegen einiger Besorgungen verlassen und kam nie zurück. Ich suche nun schon seit Monaten nach ihr. Ich habe das Gerücht gehört, dass diese Banditen für ihre Gefangenen Lösegeld fordern. Also dachte ich, sie ist vielleicht hier. Ich konnte mich an den Wachen vorbeischleichen und habe es bis hierher geschafft. Aber ich glaube nicht, dass ich noch weiterkomme. Ich bin kein Krieger. Bitte, könnt ihr nach ihr suchen? Gut, ich werde nach ihr suchen. Hab Dank. Eine der Wachen hat diesen Schlüssel fallen lassen, während ich mich versteckt hatte. Ich wette, er wird euch noch sehr nützlich sein. Bitte, beeilt euch. Er quetscht mich wie ein Jahr voll und dann bin ich auch schneller. Solange ihr nicht herausgefunden habt, ob Viola hier ist, haben wir nichts zu beenden. Fuß, Bruder! Okay, ich muss sie sehr schnell überwältigen. Willst du mich verarschen, Mann? Okay, haben wir irgendwas? Regeneration? Mann, das gibt's doch einfach nicht! Was ist das denn für ein Schwachsinn, Alter? Jetzt reicht's mir mal wirklich! Warum kommt der eine Spacken eigentlich die ganze Zeit um die Ecke gerannt? Mann, Alter, ich hab schon eine verbesserte Rüstung. Standards. Ja, komm, halt doch die Fresse. Ich will einfach nur... Es geht um meine Frau, Viola. Viola. Ich habe das Gerücht gehört, dass diese Banditen für ihre Gefangenen Lösegeld fordern. Also dachte ich... Ey, das ist so dumm gemacht, Alter. Es ist richtig dumm. So ein Blödsinn. Vielleicht hier. Och man, gib mir doch einfach den scheiß Schlüssel, Junge. Stendhal zeigt Gnade. Ihr gehört nicht zu ihnen. Es geht um meine Frau, Viola. Kannst du es überspringen? Viola, meine Frau. Ich habe da... Ich konnte mich an den Wachen vorbeischleichen und... Hab Dank. Eine der Wachen hat diesen Schlüssel fallen lassen. Ja, komm, mit die Fresse. Ey, wisst ihr, ich hab schon Veränderungszauber. Der macht mich schon mal... Ey, der gibt mir so viel Rüstungs... Nützlich sein. Ah, Rüstung dazu. Aber das interessiert nicht. Ich hab gerade nur das Amulett, interessiert auch nicht. Beeilt euch. Macht euch bereit zu sterben. Die Olle ist irgendwo hier. Mann, was soll denn die Scheiße jetzt langsam, Mann? Ist das schon alles? Ich drehe ja gleich am Rad, ne? Ah! Ah!
Was für ein Schwachsinn, Alter! Ob die hier tot ist oder noch lebt? Oh, Vulkanglashelm. Also hier ist sie definitiv nicht, wie es aussieht. Da habe ich gerade alles kontrolliert. In den Turm hat man zu mir gesagt, ne? Eigentlich. Also hier ist sie nicht. Achso, es geht ja hier noch weiter. Überhaupt einen Screenshot gemacht? Nee, ne? Was war das? Was war das? Verdammt! Da ist mir! Das werdet ihr! Alter, ist das ein Blödsinn, Junge, ey. Ich bin gleich tot, Mann. Was soll denn die Scheiße jetzt? Habe ich nichts mehr. Das gibt's doch einfach nicht. Das ergibt auch keinen Sinn. So ein Blödsinn, Junge. Sieht es? Nee. Schön. Vielleicht kommt noch irgendwo ein fetter Typ. Oh Mann, ey, es ist ein Scheiß. Also, Schneebuckel, wer seid ihr? Und was macht ihr in meinem Turm? Zur Seite, Vibe. Ich bin wegen Fiola hier. Fiola? Woher kennt ihr diesen Namen? Ihr Mann hat mich geschickt. Wo ist sie? Christa? Er ist hier? Wartet, ihr kennt ihn? Der Idiot ist mein Ehemann. Ich bin Fiola. Oder war es früher einmal. Versteht ihr denn nicht? Ich habe den alten Sack verlassen, bin nach Himmelsrand heimgekehrt und habe dieses räuberische Lumpenpack gefunden. Hat nicht lange gedauert, bis ich den Haufen auf Trab gebracht hatte.
Jetzt will jede arbeitslose Klinge von hier bis Winterhelm bei mir anheuern, um auch ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Was für eine Geschichte. Und sie ist noch nicht zu Ende. Ich sterbe lieber, bevor ich zurückkehre. Was soll ich Krista denn sagen? Ich weiß nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass der alte Sack mir so weit folgen würde. Werdet ihn einfach los. Aber bringt ihn nicht um. Ich hasse den Kerl nicht. Ich will lediglich, dass er auf seinen Bauernhof zurückkehrt und mich vergisst. Ich werde versuchen, ihn zum Gehen zu bewegen. Hier, nehmt meinen Ehering. Nur Stone weiß, weshalb ich ihn so lange behalten habe. Er wird ihn wiedererkennen. Erzählt ihm irgendetwas, das ihn zur Abreise bewegt. Der Ring ist wertvoll. Behaltet ihn als Dank dafür, dass ihr mich von den letzten Fesseln eines unerwünschten Schicksals befreit habt. Ja, krass. Also hätte ich gegen sie auch noch kämpfen müssen, na dann leckt mich am Arsch. Meine ganzen Tränke sind weg. Also wisst ihr, das finde ich auch an Skyrim echt nicht gut. Also das... Schon der Schwierigkeitsgrad... Ja, ich meine, ich spiele ja sowieso meistens auf schwer. Wird auf einmal so kräftig angehoben. Ich meine, die Kämpfe davor waren relativ easy peasy. Ich meine, okay, es gab da auch ein paar Ausnahmen. Aber warum gab es die eine, die mich fast instant gekillt hat? Naja. Wir geben nur noch den Ring ab, sagen, dass was los ist und dann ist gut. Hoffentlich haut er den ab, der Typ. Weil umbringen soll ich ihn ja nicht. So, warte mal, wo ging es jetzt hier nochmal lang? Ja, na, viele Banditen waren es jetzt nicht, ne? Aber trotzdem. Nur die eine hat mich wirklich... Nur die eine hat mich wirklich extrem schnell niederknüppeln können. Die anderen waren eigentlich easy peasy. So, wo ist er denn? Da. Welche Neuigkeiten? Warum ist Fiola nicht bei euch? Ich habe diesen Ring gefunden, aber kein Lebenszeichen von ihr. Ihr Ehering? Dann gibt es noch Hoffnung. Sie war hier. Ich muss weiter, wenn ich sie finden will. Bitte nehmt die Münzen, die ich euch versprochen hatte. Möge Stendar euch segnen. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. So, ich soll Fiola Bericht erstatten. Oh, ihr seid es. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr ganz alleine damit klarkommt. Seid ihr Krista losgeworden? Er wird euch nicht mehr belästigen. Wie habt... Nein, vergesst es. Ich will es gar nicht wissen. Ich bin den kleinen Mann los, das ist alles, was zählt. Ich stehe in eurer Schuld und ich werde sie begleichen. Wir werden uns eines Tages wiedersehen. Doch für heute lebt wohl. Und vielen Dank. Okay, dann haben wir jetzt mal einen wichtigen Auftrag erledigt. Und ich würde mal sagen, Leute, wir werden jetzt die Quest beenden und beim nächsten Mal werden wir definitiv mal zu Alduin gehen. Ich glaube, jetzt habe ich schon ein paar Folgen gesagt, aber ist jetzt auch scheißegal. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tschüss.